Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runaway, a Road Adventure. Ja, in der letzten Folge haben wir mitgekriegt, wie unser lieber Streber hier, Brian, nicht Auto fahren kann und irgendwelche schönen, dunkelhaarigen, brünetten Schönheiten, ich glaube, das war jetzt mehr als doppelt gemoppelt, einfach so über den Haufen fährt und ins Krankenhaus bringt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass diese wunderschöne Schönheit, eher Superlativen hin und her, von Mafia-Bossen und Mafiosis verfolgt wird. Und wir müssen sie jetzt irgendwie retten. Wie genau, weiß ich noch nicht. Aber wir haben zumindest mal den Müll durchsucht. Es wäre besser, wenn niemand mitbekommt, dass ich immer noch hier bin. Also gehen wir nicht raus. Gut, dann gehen wir mal ins Inventar und schauen mal. Also wir haben einen Becher gefunden und Alkohol. Und natürlich machen wir gleich das. In seiner Flasche ist der Alkohol wohl besser aufgehoben. Okay, dann machen wir das hier. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Warum sollte ich das tun? Weil du es kannst, verdammt nochmal. Ich vermute, dass man dort die Sachen der Patienten aufbewahrt. Ja, was mir nichts bringt. Können wir schon mal rausgucken? Die Stadt ist um diese Uhrzeit sehr ruhig. Tja. Was haben wir denn noch? Das Bild können wir noch gucken. Organspender. Achso, das haben wir nicht schon gemacht. Gehe in Richtung. Da haben wir noch was. Hier, da. Lageplan. Mal sehen. Das ist ein Plan des Krankenhauses. Genauer gesagt von dieser Etage. Hier sieht man dieses Zimmer. Hier den Flur. Und wenn ich mich nicht irre, gibt es links vom Zimmer, auf der anderen Seite des Flures, einen Lagerraum. Das könnte sehr interessant sein. Gut, dann können wir ja jetzt auf den Flur gehen, oder? So. Nein, es wäre besser, wenn niemand mitbekommt, dass ich immer noch hier bin. Die Stadt ist um... Schon gut. Ich werde jetzt versuchen, kann ich den Lagerraum über den Sims zu erreichen. In der stillen Hoffnung, es zu überleben. Besser, wir schauen nicht runter. Das wäre um ein Haar schief gegangen. Der Plan hat also nicht gelogen. Hier ist der Lagerraum. Mal sehen, was ich hier finde. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Infusionsflasche. Schade, dass sie leer ist. Egal, wir nehmen sie trotzdem mit. Ich glaube nicht, dass sie mir nutzen wird. Das weißt du doch noch gar nicht. Nimm's einfach mit, Aktenschrank. Die Schubladen sind abgeschlossen. Er ist voll mit Aktenordnern, Papieren und ähnlichem Zeug. Viel zu schwer. Er beinhaltet einige Aktenordner und Formulare. Ein- und Ausgang von Medikamenten aus den Jahren 94 bis 98. Mitnehmen. Ich habe kein Interesse an den Aktenordnern. Da haben wir eine Spraydose. Ein Desinfektionsspray. Ich nehme das hier mal mit. Das können wir natürlich mitnehmen, das war ja klar. Haben wir Kissen hier noch? Die werden in den Betten der Patienten benutzt. Diese zwei nehme ich. Die Tada. Sind schön groß und herrlich weich. Oh. So, haben wir sonst noch irgendwas? Aktenschrank, nein. Können wir da rüberlaufen? Nee, das Maximale. Heizkörper. Sie wird nicht warm. Dann mach sie warm. Sie ist an die Zentralheizung angeschlossen. Ich kann sie von hier aus nicht andrehen. Was bist du für ein Typ, Mann? Da haben wir noch was. Psychotox. Sie enthalten allerlei medizinisches Material. Gratis-Drogen! Ich kann überhaupt nichts davon gebrauchen. In Berkeley könntest du damit dein Studium finanzieren. So. Okay, ich glaube, das war's. Und wieder zurück. So, jetzt alter Filmtrick. Wir nehmen die Kissen. Und das Bett. Es kann für einen Körper gehalten werden. Aber ich brauche etwas, das als Kopf dient. Okay, ich habe eine Idee. Ja. Du da. Es ist in keinem guten Zustand. Perfekt. In der medizinischen Fakultät, gleich hinter meiner eigenen, hatten sie ein paar von dieser Sorte.
Hm. Kopf ab. Gut, aber ich glaube, dass ich nur den Kopf mitnehmen kann. Er lässt sich an der Seite öffnen, um das Gehirn freizulegen. Hm. So. Dann fangen wir an mit dem Kopf. Ich fürchte, so merkt man, dass es kein Mensch ist. Ach, muss ich den jetzt erst mit den Kissen verbinden, oder? Das hätte wenig Sinn. Das bringt nichts. Das halte ich für keine gute Idee. So, dann halte ich Kissen. Kissen kann man als Körper benutzen. Aber man merkt, dass der Kopf keinem Menschen gehört. Ich hab einen Kopf hier. Hm, ich weiß nicht. Das bringt nichts. Ist da vielleicht noch was drin? In Ordnung. Schauen wir mal. Jetzt haben... Die Perücke kommt wie gerufen. Jetzt haben wir eine Perücke gefunden. Ich glaub's nicht. So. Perfekt. Jetzt ist die Klappe am Kopf des anatomischen Modells nicht mehr zu sehen. Das wäre unklug. Dann nehmen wir halt das Bett. Mit den Kissen könnte man einen Körper vortäuschen. Den Kopf mit der Perücke hierhin, die Decke darüber und alles gut zudecken. Ich könnte es wie eine schlafende Frau herrichten. Dann mach das mal. Das könnte funktionieren. So, gut. Da ist kein Krankenblatt. Dann nehmen wir das Krankenblatt hier. Hm, lieber nicht. Ein fehlendes Krankenblatt könnte Verdacht erregen. So, wo kriegen wir jetzt ein Krankenblatt her? Das bringt nichts. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Das bringt nichts. So, wir brauchen noch ein Krankenblatt. Wo kriegen wir ein Krankenblatt her? Besser, wir schauen nicht runter. Wahrscheinlich ist da irgendwo eine ganze Kiste mit den Viechern. So, gucken wir mal, was wir haben. Arzneikartons. Sie enthalten allerlei medizinisches Material. Ich kann überhaupt nichts davon gebrauchen. Hatten wir schon. Sie enthalten... Aktenschrank, Aktenschrank, Aktenschrank. Infusionsflasche. Karton. Aktenschrank. Er ist voll mit Aktenordnern, Papieren und ähnlichem Zeug. Ein Krankenblatt, wie sie vorne an Krankenbetten hängen. Perfekt, Krankenblatt. Es ist unbeschrieben. Dann los, Krankenblatt, hier. Wir versuchen es später nochmal. Dann hier. Wir versuchen es später nochmal. Dann beschriften wir es jetzt halt. Verflixt. Der Stift ist völlig ausgetrocknet. Der schreibt nicht mehr. Dann hier mit... Der Stift ist zu schmal. Ich bräuchte etwas, mit dem ich den Alkohol hineingeben kann. Gott, Junge, kriegst du irgendwas zustande? Gucken wir nochmal hier rein, ob wir hier irgendwas übersehen haben. Geh Richtung. Nein. Mülleimer. Haben wir vielleicht noch irgendwas ein im Mülleimer? Mülleimer? So einer, den man mit dem Fuß öffnet. Dieser Big Apple Aufkleber gefällt mir. Geht nicht. Er ist abgeschlossen. Okay. Bringt also auch nicht.
Gut, wir brauchen irgendwas, mit dem wir es einführen können. Ich denke mal eine Spritze, weil wir im Krankenhaus sind. Die Frage ist. Oh, ein Buch. Mann, ein Vademekum. Okay, betrachte das Vademekum. Das ist die Arzneifibel. Ah. Eine Liste aller zugelassenen Medikamente mit ihren Anleitungen und Angaben. Ich hasse Streber. Vielleicht kann ich das noch gebrauchen. So, jetzt ist die Frage trotzdem, wir brauchen irgendwas noch mit spritzenmäßig. Flaschen. Ich weiß nicht, was drin ist, aber sie kommen mir verdächtig vor. Lieber nicht anrühren. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Flaschen, Flaschen, Aktenschrank, Flaschen, Anatomiemodell, Karton. Das vor allem die ganz kleinen Sachen, die man übersieht. Das hat halt auch noch kein Hotspot-Menü. Da haben wir Infusionsflasche und Infusionsständer. Ein Ständer, an dem man Serumflaschen hängt. Nein. Schade, dass sie leer ist. Hat das vielleicht eine Kanüle oder sowas? Nee. Okay, gucken wir hier nochmal. Wir gehen ganz vorsichtig alles durch, alles durch, alles durch, alles. Arzneikartons? Nee, die hatten wir schon. Oh, da war. Nee. Ich dachte gerade, da war gerade was. Nee, das war. Ja, Brian. Und auch ihr armen Zuschauer, ich weiß, ihr langweilt euch, aber irgendwo muss hier noch was sein. Aktenschrank. Ein Karton mit Spritzen. Was? Jetzt habe ich den Spritzenkarton gefunden. Ich werde eine nehmen. Die Spritze ist leer. Perfekt. Alkohol. Und Ich jetzt ziehe sie kl mit Alkohol auf. und jetzt gleich ins Blut. Da. Nein, lieber nicht. Nein, nicht mit dir. Dann benutzen wir sie mit Gina. Ich will nur wissen, was passiert, wenn Gina die Überdosis Alkohol geben. Nein, Doch. nein, nein, Doch. nein, nein, Doch. nein, Doch. nein, Doch. nein, Doch. nein, Doch. nein, Doch. nein, nein, Doch. Doch. nein, Doch. 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 nein. Doch. Okay, dann halt nicht. Der Klügere In geht der nach. Spritze ist schon genug Alkohol. Achso, da haben wir schon. So. Gut so. Das war ein kleiner Vitaminstoß für den Filzstift. Wunderbar. Es ist nicht von einem echten Krankenblatt zu unterscheiden. So, dann können wir das hier nehmen und hier hin. Das halte ich für keine gute Idee. Okay, dann hier hin. Gut. So wird niemand wissen, dass Gina in diesem Bett schläft. Außer man guckt hin, dann erkennt man mich Gina. So. Perfekt. Jetzt wird jeder glauben, dass Gina im Bett liegt. Clever, nicht wahr? So, und jetzt? Hoffentlich muss ich nicht nochmal auf den Sims. Wollen wir wetten? Nein, es wäre besser, wenn niemand mitbekommt, dass ich immer noch hier bin. Okay. So, jetzt haben wir sie gerettet, oder wie? Lichtschalter, Lichtschalter. Ehrlich, ich brauche keine Krankenschwester. Ich lasse sie lieber schlafen. Sie muss sich von dem Schock erholen. Tja, dann lasse ich euch auch mal schlafen. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und man sieht sich.